Ja, grüß Gott, die Damen und die Herren. Hier stehen der ambitionierte Let's Player Lenti und der noch viel ambitioniertere Let's Player Arkus. Und wir werden gemeinsam Donkey Kong Country jetzt weiterspielen, oder? Das war nicht sehr nett, aber natürlich Sumpf des Wahnsinns. Ich werde dir zeigen, welche Ambition ich jetzt an den Tag lege. Peter Zwegert aus Berlin. Was? Ich hab gerade kurz überlegt, ob ich ausraste, aber. Nee, wollen wir mal wieder so einen Ausraster-Part machen, wo wir uns gegenseitig Tiernamen geben? Ja, dazu müssten. Oh, das war jetzt nicht du so. Du alte Potsau! Du Hund. Ah! Du Meerschweinchen! Du LeChuck. Guck mal, vorher hast du auch nicht die Ambition gezeigt. Ach ja, wir müssen noch ein Save-State machen. Ja, aber du hast wir haben gespeichert. Nicht ambitioniert genug. Wir haben doch gespeichert. Ich wäre nicht ambitioniert genug hier fürs Let's Play. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt muss ich doch das machen. Du könntest übrigens eine gute Karriere als Politiker machen. Warum? Ja, ich finde, du hast so ein bisschen so eine politische Art und Weise an dir, die ich sehr zu begrüßen finde. Was? Ja, du bist ja auch bei den Piraten. Du bist ja eigentlich schon Politiker. Ich bin ein ganz hohes Tier bei den Piraten. Ich bin da der fast Bundesvorsitzende. Also ich muss nur noch gewählt werden. Das ist alles, was da noch ist. Das ist eigentlich die einzige Hürde, die noch fehlt. Richtig. Ich muss mal ganz kurz wieder meinen Hund ein bisschen schmusen. Ja, toll. Jetzt weiß ich wieder. Ja, da müssen wir jetzt warten. So, hier ist der Deutschland, der Arkus. Der Deutschländer, der deutsche jetzt Deutsche. Ich bin ganz schnell mal gestorben und wir reden durcheinander. Ich bin quasi der repräsentative Deutsche. So. Nee, aber ich kann ja eigentlich kein Politiker werden, weil die Leute, die kennen mich jetzt als Lenti-LP. Da kann ich ja schlecht dann noch irgendwie und die kennen mich ja alle und so weiter. Das würde ja meine Karriere nicht gut tun. Das würde in der Bild dann thematisiert werden. Das war echt nicht gut, Arkus. Aber wie ist es denn mit Arnold Schwarzenegger? Der ist ja auch noch Politiker geworden, nachdem er da in Actionfilmen mitgewirkt hat. Ja, aber das ist Amerika, weißt du? Ja gut, da läuft das anders, ne? Dafür wird er wahrscheinlich dann noch eher gewählt. Eher gewählt. Da sagen die sich... Wäre das eher dann so... ganz merkwürdiger hier und es ist wieder auf Englisch, du hättest auf Deutsch umstellen. Ist doch scheißegal. Nee, ist nicht egal. Guck mal, jetzt weiß ich zum Beispiel nicht hier, kommt zum Beispiel jetzt hier Crockett Clamber, was heißt das auf Deutsch? Ja, das heißt irgendwas mit Kopf und Klamp. Ja. Ja. Richtig. Ja, aber hier, da haben sie sich wahrscheinlich in Amerika so gedacht, boah, der ist ein Terminator. Wenn der in der Politik auch so Durchsetzungsvermögen beweist, dann, oh, dann aber... Dann sind wir... Das ist Kalifornien der neue Weltstaat der Welt. Was? Kalifornien ist der Weltstaat. Also ich ist meinte... Ist das Metropolis des 21. Jahrhunderts? Es ist quasi Germania. Ja, nee, Germania ist hier. Das hätten wir ja gerne. Also hätte Hitler gerne gehabt. Hätte er, wenn er es geschafft hätte. Also ich bin reinrassiger Germane. Ja, man darf über solche Scheiße nicht reden, weil schwarzen Humor, das ist nicht jedermanns Sache. Dann sagen sie gleich, oh, Nazi, Wichser. Ja, da hatte ich dir doch auch schon erzählt. Ach, das schaffe ich hier nicht. Wie soll das denn gehen hier, dieser Sprung? Das ist ja ganz komisch. Ja, ich finde das auch ganz eigenartig hier. Dann, ich glaube, ne? Du bekommst mich gleich wieder und dann können wir, dann kann ich da nämlich rüberfliegen gleich an dieser einen schwierigen Stelle, du weißt doch. Gott bestraft die kleinen Sünden zuerst. Den Sprung schaffst du doch nicht, Mensch! Doch, wenn ich drauf gelandet, hätte ich es geschafft. Ja, du bist aber nicht drauf gelandet. Ja, aber man sagt ja auch, hätte der Hund nicht geschissen, hätte er sich in den Arsch gebissen, von daher. Das schaffst du. Ich glaube an dich. Ich glaube auch an das Herz der Karten, kann aber ich das... so holen? Nein, du hast deinen anderen Buchstaben noch auch nicht, also was für zum O? Das hättest du echt jetzt versucht, das O zu holen, warum? Ja, weiß ich nicht. Oh, das muss ich jetzt schaffen. Also ich spiele ja gerade L.A. Noir und dieses Spiel kann ich nur empfehlen. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Auch das Let's Play vom guten Sarazar-LP. Wie geht denn das da oben? Was ist denn das für ein Fass? Das verstehe ich nicht. Sag mal, rechts sind Krokodile erschienen. Ich weiß nicht, was für eine fixierte... Ach so. Das ja, ihr müsst den Lenti verstehen, der spielt zum ersten Mal Videospiele, habe ich manchmal das Gefühl. So wie Der Bildschirm ist so groß bei mir. Ich habe doch einen 27 Zoller, du nicht. Siehst du, dass wir hätten eine Spinne bekommen können? Wo denn? Ja, da ist ein Schild, wo die Spinne weg gewesen wäre. Das heißt, wir hätten im vorigen Spielabschnitt eine Spinne erhalten können. Vielleicht steht das nur so aus Spaß da. Und pass auf, warum musstest du jetzt sterben? Was sollte das denn? Ja, ich wollte einfach mal zeigen, wie das so ist, wenn du stirbst. Ja, nee, so dumm sterbe ich dann auch nicht. Ich sterbe immer noch mit Stil dumm. Ja, nee, ist klar. Apropos, ja, nie ist klar. Ich habe letztens Atze Schröder gesehen. Der hat doch so eine komische Sitcom. Alles Atze, ne? Ja, nie ist klar. Und ich finde die so schlecht. So schlecht. Ist auch schlecht. Also der Atze, der ist so unlustig. Das ist einfach nur ein Proll. Aber wir hatten schon mal hier über Comedians hatten wir schon. Da hatten wir doch schon hier Mein Leben und ich empfohlen. Das ist, ja, das ist lustig. Das ist wirklich gut. Das ist auch intelligent. Mit Wolke, Hegenwart.
Genau, die ist auch scharf. Oh, die ist rattenscharf. Die hat zwar keine Titten, aber die ist scharf. Da würde ich selbst als Asexueller überlegen, ob ich da nicht meine Asexualität wieder aufgebe. Das kann man ja auch so einfach entscheiden als Asexueller, ob man denn nun möchte oder nicht. Ich glaube, du musst dich beeilen, sonst gehen die Krokodile wieder weg. Und vielleicht stirbst du auch. Vielleicht sterbe ich am besten auch nicht. Ja. Ja, das kann man so entscheiden als Asexueller. Also ich kann das zumindest. Wir müssen das positiv sehen, dass wir gleich wieder tot sind, dann können wir alles auf Deutsch stellen. Richtig, deswegen sterbe ich jetzt einfach mal. Na, aber genau, bring dich mal um. Komm, das hat doch eh keinen Sinn, die Welt ist schlecht. Quatsch hier. Doch. Wir müssen als Let's Player, wir müssen ein positives Weltbild vermitteln, von wegen alles gut. Wir müssen den Leuten, weißt du, das hat Gronkh in seinem Silvester-Video auch erzählt, dass wir den Leuten ein Lächeln aufs Gesicht zaubern sollen, müssten, tun, wollen, machen, kacken. Kacken, ja, und ja, so weiter. Tun wir ja auch. Alter, ich mach das ja auch sehr gerne, weil wenn ich höre lieber, boah, du hast mir ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert, anstatt, bah, du scheiß dreckiger Nazi oder sowas. Ja, aber das habe ich bisher von meinen Zuschauern noch nicht gehört und das ist ja auch mein Hauptmotiv. Ich möchte die Leute unterhalten und das möchtest du auch und wir wollen es jetzt gemeinsam. Was soll denn das? Ja, ich bin runter. Oder nicht? Was ist denn dein Hauptmotiv? Ja. Mein Hauptmotiv ist natürlich, Gronkh zu stürzen. Das habe ich schon mal erwähnt jetzt. Ja, das klingt ein bisschen so, als wäre Gronkh irgendwie, weiß ich nicht, eine Diktatur, die es zu stürzen gilt. Ja, ist er auch, natürlich, ganz klar. Das klingt echt so, als würden wir Gronkh nicht mögen. Wir lieben Gronkh. Ich liebe wirklich Gronkh. Sein Haar ist neue Augen, letztlich. Ich muss es empfehlen. Habe ich schon empfohlen. Sonst empfehle ich es an dieser Stelle noch einmal. Das ist geil. Ja, aber der gute V-Hawk LP macht das auch. Und er macht das auch nicht schlecht. Ja, aber Gronkh ist trotzdem besser, auch wenn ich V-Hawk LP noch nicht gesehen habe. Ja, das kannst du natürlich jetzt behaupten. Der Gronkh ist automatisch besser, weil Gronkh ist geil. Vor allem in dem Let's Play lacht er endlich mal. Da kichert er wie so ein kleines Kind. Da freue ich mich wirklich. Ja, er hat sich ja vorher mal zusammengerissen, was heißt bei Monkey Island oder anderen Point-and-Click-Adventure. Du solltest da nicht warten. Oh, weißt du was? Wenn ich darüber renne, ohne zu warten, dann sterbe ich genauso, als wenn ich... Wechsel! Aber positiv sehen, wir können die Sprache jetzt auf Deutsch stellen. Ja, eben. Habe ich ja eben auch gesagt, wir müssen ja auch du hast es ja auch schon gesagt, ein positives Vorbild sein. Richtig, ein positives Vorbild für all diese Kinder, die in Depressionen verfallen, nicht mehr wissen, wie sie glücklich durch die Welt laufen sollen. Das ist ja auch schwierig. Wenn ihr eins in diesem Let's Play mitnehmen solltet, dann einfach eine positive Lebenseinstellung zu haben. Hörst du mal auf, mir immer dazwischen zu reden, verdammt nochmal! Du hast die Sprache nicht umgestellt. Du redest mir immer dazwischen, das regt mich auf! Mir egal, du hast die Sprache nicht umgestellt. Ah! Du wolltest die Sprache umstellen. So, damit ich auch einen kleinen Ausraster in diesem Part hatte. Ja, war eh Absicht. Boah, du redest mir immer dazwischen. Ja, komm, Andreas. Ja, scheiß auf die Sprache. Halt, stopp, jetzt rede ich. Du Oberzicke. Nee, du hättest vorher noch... Du, Ober... So. Das war das irgendwie. Hier jetzt, hör zu. Ja. So. Ja, was wolltest du eigentlich gerade erzählen? Weißt du... Ah! So, was war jetzt eigentlich, So, ich geh jetzt einen Kaffee trinken. Tschüss, bis gleich. Okay. Wollt ihr jetzt einen Kaffee trinken, oder? Ah, ich habe mich jetzt hier alleine geschafft. Ich mach mal eben das Level zu Ende, während der gute Arcus LP davongezogen ist. Ich hoffe, ihr habt keine Angst gehabt oder die Lautstärke nach unten gedreht. Ich hätte es auf jeden Fall gemacht. Super. So, ich habe jetzt meinen Kaffee getrunken. Beruhigt habe ich mich nicht. Jetzt können wir weiter diskutieren. Ich habe gesagt, die Leute sollen es dir nachsehen, dass du solche Aggressionen an den Tag legst. Hat man dieses epische Türknallen auch gehört? Also ich nicht. Schade. Ich kann sagen, dass ich irgendwie schwerhörig bin. Guck mal, wie ich hier gerade durchpese und so. Die Spinne glatt gefunden habe. Weil ich mich ja gerade aufgeregt habe, werde ich jetzt ein kleines Lob loslassen, dass du den Mittelpunkt geschafft hast. Ist sehr schön gewesen, Lenti. Ich liebe dich. Ich frage mich, wie viele Leute jetzt entsetzt auf einmal auf dem Bildschirm starten, als ich anfing zu schreien. Ja, ich war auch kurzzeitig entsetzt, dann habe ich deine Ironie in der Stimme gehört. Und dann ich habe ja echt geschrien, wie so am Spieß. Ey, das klingt wahrscheinlich in der Aufnahme richtig schlimm. Da übersteuert mein Headset wahrscheinlich jetzt total. Wahrscheinlich ganz extrem und die Leute können sich das gar nicht angucken. Das ist okay. Dann gucken sie es halt nicht an. Das habe ich jetzt wieder nicht verstanden. Ja, ich kann nicht fliegen, wenn ich auf so eine Spinne hier so... Was war das? Ich habe das Tier nicht erkannt. Der Lenti lässt sich schnell aus der Ruhe bringen. Wenn er ein Zeitlimit im Nacken hat, dann fängt er auch an, richtig hysterisch durch die Gegend zu springen. Ich hatte doch kein Zeitlimit. Doch, weil du ja dieses Ding aktiviert hast und nach einer bestimmten Zeit gehen die ja wieder weg. So, ja stimmt. Oh, deswegen, ja klar. Das war der. Das hattest du unbewusst im Nacken. Im Nacken, richtig. Nicht also, im Kopf, sondern im Nacken. Das sagt man so, mein lieber Lenti. Ja, ich leg meinen Kopf auch mal in den Hals. Dass du derartige Sprüche nicht kennst, weil du halt nicht so sprachgewandt bist wie ich. Ja, eben. Wir wissen ja, wer der echte Texter von uns beiden ist. Eben. Ja, man muss ja als Texter nicht unbedingt sprachgewandt sein. Kennst du Modulopfer? Natürlich muss man als Texter sprachbegabt sein. Kennst du Modulopfer?
Nee, was willst du mit so einem Gangster hier? Nein, Modulopfer ist eine Spieleseite, die machen auch Tests unter anderem. Und der Typ kann einfach nicht schreiben. Ich kenne ihn gar nicht, aber der kann dann halt... Ist auch kein Texter, ist ja kein Schreiber. Dann der hat aber eine Beeindruckung für unsere Zunft. Und der hat unter anderem auch einen Test für Knights of the Old Republic gemacht und da hat er das Spiel sowas von zerrissen und auch bei Saints Row 3 auch total zerrissen, aber seine Argumente waren so schlecht, das hat mich schon sehr beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, könnt ihr euch ja mal gerne durchlesen, mache ich ein bisschen Werbung für irgendeine Seite, die sowieso kein Schwein kennt. Also, naja, modulopfer.de, glaube ich. Aber wieso, ist das so ein typischer Hater, der einfach alles schlecht... Nö, der kann auch nicht schreiben, der schreibt total plump. Also ich kann ja auch nicht schreiben, aber ich versuch's dann ja auch nicht, ne? Ja. Warum sind die Wespen hier eigentlich weg? Sind die irgendwie alle weggeglitscht? Oder hat sich das Spiel das gemerkt vom letzten Mal? Nö, die haben sich vor dir erschrocken. Ich weiß nicht, was du da gerade... Scheiße. Da waren ja die Wespen. Ich hab einen Levelabschnitt irgendwie vergessen. Du hast vergessen, das Fass zu berühren, damit die Krokodile erscheinen, aber ansonsten ist alles in Ordnung bei dir, oder? Ja, das habe ich auch vergessen, aber ich habe gedacht, ach, mache ich halt einfach weiter. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Ja, Mensch, wir haben doch noch ein Leben und sonst können wir mal endlich wieder auf Deutsch stellen, was du eben schon machen wolltest, wo du dann in deine Gewaltorgie ausgebrochen bist. Ja, mein Puls ist auch auf 180, du. Ja. Ja, bei Andreas war sie ja immer noch schlimmer, der Puls. Ja, ja, und ich habe auch einen hochroten Kopf bekommen. Ich, also ich glaube, es ist irgendeine Schlagader in meinem Kopf geplatzt. Ich werde gleich an inneren Blutungen sterben. Live im Let's Play, das wird auch mal was Besonderes sein. Ja, das wäre echt... Nur frage ich mich, wer das denn hochlädt. Ich muss meine Mutter einen letzten Brief schreiben. Bitte lade diesen Part, in dem ich sterbe, hoch. Ich zeige dir auch, wie es geht. Wie komme ich da jetzt dran? Gar nicht. Nee. Nein, ja, riskiert er... Ja gut, wollte gerade sagen. Geil wäre, wenn du jetzt stirbst. Nee, ich sterbe nie. Nee, stimmt. Du bist unsterblich. Du bist ein Halbgott in Weiß. Also, du bist kein Arzt, aber... Ich wollte immer Arzt werden. Nee, wollte ich eigentlich nie werden. Nein. Ich wollte Menschen immer töten, anstatt sie zu retten. Das klang voll gemein. Ach ja, schaff es. Mich wundert es übrigens, dass du nicht auf das Tech-Video zu sprechen kommst. Das soll ich doch nicht machen, weil du es sonst nicht machst. Oh, stimmt. Ja, jetzt hab ich... Ja, gib mir ruhig die Schuld. Das hätten wir geschafft. Ja, klar, genau. Ich wette, das war das. Und vor meinem Fenster fliegende Fliegen herum. Ja, was sind sonst für Fliegen? Ja, fliegende Fliegen, das gibt's doch gar nicht. Ja, du laberst so dünnpfiff manchmal. Ja, aber du ja Gott sei Dank nicht. Ja, ich, hallo, Bauchnabelfusseln, das war der intellektuellste Kommentar hier über... So, jetzt können wir uns genauso gut umbringen. Null Leben hat es gar keinen Sinn mehr. Natürlich hat das Sinn. Wir machen weiter. Nein, ich werde jetzt in den Freitod springen. Wir bringen dich nicht um. Trauert nicht um mich. Nein. Und ich springe auch noch hinterher. Warum, Dixie? Warum? Waren wir denn nicht glücklich zusammen? Weil dein Herz ohne mich zerrissen wäre. Ich glaube, wir haben den Part... Der Part ist gleich zu Ende und wir haben nichts geschafft. Ja, kann ja auch mal passieren, ne? Deswegen werden wir jetzt... Richtig. Ich werde den Part jetzt auch gleich beenden, so. Ja, aber mach mal eben noch bitte auf Deutsch. Ja, diesmal mache ich es auf Deutsch. Guck mal, ich höre sogar auf ihn. Ich bin ja eine nette Hausfrau. Hausfrau? Ich dachte, du bist der Mann im Haus, weil ich doch das Waschweib bin. Oder stimmt, sind wir jetzt lesbisch geworden? Und du hast ja auch keine Eier, deswegen hast du ja auch... Ja, ich habe dich entfernen lassen, weil ich doch... Musst du das erwähnen? Ja. Es tut mir leid, dass ich da so ein... Nee, wir gehen noch mal eben kurz aufs Level, wo wir jetzt gerade waren und dann kannst du beenden. Gut. Wir waren ja gerade beim Thema, Lenti hat keine Eier. Möchtest du dazu noch mal ein bisschen was erzählen? Ja, ich esse trotzdem gerne Eier. Schmeckt auch sehr gut, ne? Magst du lieber Rührei oder... was hast du sonst noch zur Auswahl? Eiersalat. Eiersalat ist geil. Ja, ne? Rührei bin ich jetzt nicht unbedingt der Fan von. Okay, dann wollen wir uns mal ein bisschen auf die Community stürzen, auf unsere Zuschauer. Was haltet ihr von Eiern? Mögt ihr Eier? Esst ihr gerne Eier? Was ist das? Ja, habt ihr Eier? Seid ihr mehr so der klassische Frühstücksei-Typ oder esst ihr Ei zu jeder Tageszeit? Eine interessante Frage. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auch Eier esst. Nein, das lasst ihr bitte. Aber ihr könnt gerne einen Kommentar hinterlassen. Einen lieben und netten. Ja, wollt ihr nicht beenden oder ist der Part... Ach so. Ja, tschüss. Ja, der war doch nicht lang genug. Ich musste einfach noch ein bisschen rumschwappen. Ach so, ja, okay. Ja, ciao, ciao. Ja, warte mal. Wir haben noch 30 Sekunden. Ach so, ja, dann erzählen wir noch was über der Sinn des Lebens. Sag ihn nochmal eben bitte an. Ja, der Sinn des Lebens ist, sich selber einen Sinn zu geben. Ah. Und damit bis zum nächsten Mal. Euer Akkus und... Lenti! Ciao.